Die Inflation steigt und die Nullzinspolitik von unseren Notenbanken, die steht dementsprechend auch in der Kritik zurzeit. Müssen wir das als Anleger hinnehmen oder gibt es eventuell anderes Geld auf der Welt, besseres Geld als unser Geld? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Was ist Geld? Beziehungsweise was ist gutes Geld? Darüber kann man sich die Köpfe einschlagen, über diese Frage. Aber die meisten von uns sehen es wahrscheinlich eher pragmatisch und würden jetzt sagen, na ja, klar, wir brauchen Geld, aber damit das Ganze eben auch funktioniert, da brauchen wir natürlich auch Vertrauen in das Geld. Das heißt auch Vertrauen in diejenigen, die uns dieses Geld zur Verfügung stellen, dass sie das auch ernsthaft betreiben eben. Und da gibt es dann die einen, die sagen, das ist eine große Aufgabe, die ist so groß und so wichtig, das können eigentlich nur Staaten leisten. Und es gibt aber auch andere, die sagen, ganz im Gegenteil, die Staaten, die haben da schon oft versagt. Also warum soll nicht jeder x-beliebige Anbieter Geld anbieten können und man lässt dann einfach den Markt entscheiden, was gutes Geld ist und was schlechtes Geld ist. Und welchem Geld die Leute dann eben auch vertrauen und welchem Geld sie nicht vertrauen. Und in gewisser Weise ist es ja auch schon so. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt an Devisenmärkte, wo die Leute ja auch Geld eintauschen gegen anderes Geld, vielleicht eben auch, weil sie das Gefühl haben, das andere Geld oder der andere Währungsraum ist einfach attraktiver. Oder auch die ganzen nichtstaatlichen Kryptowährungen, die wir mittlerweile haben. Da komme ich auch noch gleich dazu. Als ich jung war, eine der härtesten Währungen war für uns das hier, der McDonald's-Gutschein. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Die haben wir uns ab und zu auch gegenseitig dann geschenkt, weil da wusste man einfach, was man hat. Jeder war 2 Mark wert und jederzeit einlösbar in entsprechende Big Macs. So viel zu meiner traurigen Dorfjugend, wobei es gibt natürlich Schlimmeres. Wirklich wertbeständig waren die jetzt auch nicht. Also ganz klar, die Kaufkraft, die war gekoppelt an die Kaufkraft der D-Mark bei McDonald's. Aber es war Papier, für das man einen Gegenwert bekommen hat. Und wenn Sie heute zur EZB gehen, nach Frankfurt zum Beispiel, und Sie sagen, ja, ich habe hier einen 100-Euro-Schein, die 100 Euro, die sind doch von Ihnen, die haben Sie doch produziert. Was kriege ich denn jetzt dafür? Dann werden Sie feststellen, Sie kriegen dafür bei der EZB nichts, noch nicht mal einen Pfund Kaffee. Und wenn da wirklich einer von denen mit Ihnen reden sollte, was ich stark bezweifle jetzt, dann wird der Ihnen ehrlicherweise wahrscheinlich sagen, naja, nein, wir stellen das Geld wirklich nur zur Verfügung. Jeder kriegt so viel er haben will und so viel er braucht. Es kostet zurzeit auch noch nicht mal was. Man muss es natürlich wieder zurückzahlen können. Aber einen Gegenwert oder eine Garantie von der EZB, die gibt es auf keinen Fall. Das wäre ja noch schöner. Sie müssen schon selber wissen, ob Sie das Geld jetzt haben wollen oder ob Sie es nicht haben wollen. Also keine Big Macs von der EZB. Sie wissen alle, was gerade passiert. Die Notenbanken haben das Geld wieder extrem billig gemacht und jetzt steigt aber die Inflation, und zwar weltweit. In Deutschland ist sie zurzeit auf einem 28-Jahres-Hoch wieder. Getrieben vor allem durch Energiepreise und Rohstoffpreise, wobei wir da jetzt auch nicht wirklich sagen können, ist das dauerhaft, ist das eine Folge der Notenbanken, Geldschwemme jetzt oder sind die Rohstoffe jetzt noch hochgezockt worden. Nur, eigentlich ist das auch egal, weil die Inflation, die ist ja da und die Notenbanken müssten darauf eigentlich auch reagieren. Aber wie wir alle wissen, sie tun es natürlich nicht. So gut wie keine der westlichen Notenbanken. Die EZB, die verwahrt sich da vehement, was dagegen zu tun. Die hat ja auch bis zur Corona-Krise den Leitzins zu keinem Zeitpunkt nochmal auf über 0% angehoben. Da wird sie jetzt den Teufel tun natürlich. Und die Fed in den USA, immerhin, die hat jetzt zumindest gesagt, sie fährt ihr Anleihenkaufprogramm langsam zurück, was jetzt natürlich auch nicht sehr beeindruckend ist,
Aber wir kennen die Argumente der Notenbanken. Wir wissen, die sagen, die Krise, in der wir sind, die ist so schwer, dass das eben die angemessene Politik ist momentan. Und im Gegensatz zu euch da draußen, da wissen wir Notenbanken auch ganz genau, wie das mit der Inflation ist. Die ist nämlich in dieser Lage sowohl vertretbar als auch vorübergehend. Und wer weiß, vielleicht haben sie damit ja sogar recht. Also ich bin jetzt, weiß Gott, auch kein extremer Notenbankenfeind, so wie viele andere hier. Aber trotzdem, es hilft ja nichts. Also wenn wir davon ausgehen, dass selbst die Notenbanken auch mal irren können und wenn wir das alles auch jetzt mal rein nur betrachten unter dem Aspekt der Geldwertstabilität, dann ist das keine glaubwürdige Geldpolitik. Und das ist jetzt auch keine großartige Erkenntnis von mir, sondern das ist im Grunde völlig banal und völlig offensichtlich. Und der Vertrauensschwund, den wir dadurch haben, den kann man ablesen unter anderem an unseren 10.000 Kryptowährungen, die wir inzwischen haben, die ja durchaus für sich in Anspruch nehmen, dass sie alternatives Geld sind und dass sie besseres Geld sind. Mit einer Gesamtmarktkapitalisierung übrigens mittlerweile von 2,9 Billionen Dollar, die Kryptowährungen, also 75% vom deutschen Bruttoinlandsprodukt. Hier der Bitcoin, 5-Jahres-Chart in Euro, hat jetzt auch nochmal ein neues Allzeithoch erreicht. Man kann es auch ablesen im Prinzip am Goldpreis, da allerdings nur bedingt, weil wir da immer noch unter dem Allzeithoch liegen, das wir gehabt haben im Sommer 2020. Die haben sich also unterschiedlich entwickelt, Gold und Bitcoin, obwohl die Prämisse ja im Grunde ähnlich ist. Auch Gold ist im Prinzip ja klassisch ein Profiteur von niedrigen Realzinsen und von einem Vertrauensverlust in die Geldpolitik auch. Und dass sie so unterschiedlich laufen, liegt meiner Meinung nach daran einfach, dass die Mentalitäten da auch ganz unterschiedlich sind. Bei den Goldanlegern und bei den Kryptoanlegern. Also die Kryptoanleger, sagt man ja auch immer, ist zumindest das Klischee, die sind risikofreudig, die sind wahrscheinlich auch eher jung und technikaffin, wie man so schön sagt. Goldanleger sind dann eher so Typen wie ich, also so alt wie ich auch oder noch älter, wenn sie sich das vorstellen können. Ängstlich, unbeweglich, rückständig, feige und was es sonst noch so gibt an schlimmen Eigenschaften. Und der große Unterschied ist außerdem wahrscheinlich auch der, für den Bitcoin-Anleger, da ist das Thema Notenbanken und Staatsgeld schon komplett gegessen irgendwie. Das ist erledigt, sonst braucht man ja auch keine 60.000 Euro bezahlen für einen Bitcoin. Und für die Goldanleger, für den am Markt zumindest, für die ist das Thema aber noch offen. Da kann es sogar sein, dass die Inflation jetzt vielleicht sogar wieder fällt in nächster Zeit und dementsprechend eben auch eine gewisse Zurückhaltung noch. Ich will aber nicht über Gold reden heute, das machen wir ein anderes Mal wieder, sondern ich will auch mal erwähnen heute, dass es auf der Welt noch anderes Geld gibt, andere Währungen, wo man nicht so sorglos ist. Der Inflationsdruck, den haben wir weltweit. Der ist auch in vielen Ländern noch deutlich stärker als bei uns. Wir haben aber nicht überall eine Nullzinspolitik, sondern es gibt durchaus Länder, wo die Notenbanken auf diesen Inflationsdruck sehr entschlossen reagieren. Nur ist es aber leider nicht so interessanterweise, dass das die Währungen sind, auf die sich die Anleger stürzen zurzeit, sondern ganz im Gegenteil, zum Teil werden genau diese Währungen sogar stark gemieden. Und das ist meiner Meinung nach ein starkes, interessantes Indiz dafür, dass wir an den Finanzmärkten auch schon seit der Finanzkrise 2008 Ungleichgewichte haben und auch massive Fehlwahrnehmungen haben, die im Grunde auch gar nicht mehr tragbar sind. Sehr gutes Beispiel ist Brasilien. Der brasilianische Notenbankenchef heißt Roberto Campos Neto. Der wird immer wieder bezeichnet als der härteste Notenbankenchef der Welt. Letztes Jahr war der brasilianische Leitzins bei 2,0% unten, ein Rekordtief damals. Dann kam die Inflation. Was hat die Notenbank gemacht in Brasilien? Hat sie gesagt, das ist nur vorübergehend? Nein, das hat sie nicht gesagt. Weil sowas können sich Schwellenländer-Notenbanken nämlich gar nicht leisten. Sondern sie hat den Leitzins kontinuierlich angehoben, 6-mal in Folge jetzt und wir sind da inzwischen bei 7,75%.
Die Inflation liegt natürlich bei über 10%, aber trotzdem hat die Notenbank das Inflationsziel für nächstes Jahr nochmal bestätigt von 3,5%. Whatever it takes. Und dadurch gehen die Konsensschätzungen jetzt davon aus, dass der Leitzins in Brasilien jetzt nochmal auf bis zu 10% steigt, oder die Credit Suisse, die rechnet sogar mit 11,5%. Was passiert mit einer Währung, die eine derart konsequente Notenbank hat? Ist völlig klar, sie bricht ein. Das ist der brasilianische Real zum Dollar die letzten 12 Monate. Am Anfang fand man das alles noch ganz gut, was die Notenbank so gemacht hat, aber schon seit Ende Juni nicht mehr, und der Real geht wieder nach unten, was die Inflation jetzt natürlich noch beschleunigt in Brasilien, und dadurch muss man die Zinsen dann noch stärker anheben. Und warum geht der Real nach unten? Weil ja auch die US-Notenbank die Geldpolitik wieder straffen könnte. Also wieder mal die große Tapering-Angst. Sie könnte ja wirklich schon in der zweiten Jahreshälfte 2022 den Leitzins von einem Niveau von 0 wieder anheben. Ein absolut gewaltiger Schritt im Vergleich zu dem, was Brasilien momentan macht. Und dann natürlich auch politische Sorgen, klar, Bolsonaro und so weiter, der lässt jetzt auch schleifen mit der Haushaltsdisziplin. Nur ehrlich gesagt, wirklich was Haushaltsdisziplin betrifft, also da braucht man von den USA aus oder von der Europäischen Union aus jetzt wirklich nicht mit dem Finger zeigen auf Brasilien. Und was dieses ganze viel zitierte Thema betrifft, politisches Risiko in Brasilien, da gehen wir jetzt für Sie auch mal ins Detail, und Sie kriegen von uns nächste Woche ausführlich einen Zukunftsmärkte-Report, wo wir das auch mal wirklich aufdröseln. Was stört da den Markt in Brasilien? Was will da der Markt? Was ist die Lage? Die Reports von uns sind immer gratis übrigens. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach kurz noch dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Nächste Woche zu Brasilien und zur Lage dort, zur politischen und zum Aktienmarkt. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber vergessen wir Bolsonaro kurz mal und auch die Börse und auch natürlich die Tatsache, dass diese Leitzinserhöhungen der brasilianischen Wirtschaft natürlich schaden, dass man dafür also einen hohen Preis zahlt. Aber sehen wir einfach nur mal den Währungsraum unter dem Aspekt der Geldwertstabilität und der Tatsache, dass man eben in Brasilien auch wirklich dazu bereit ist, diesen Preis auch zu zahlen. Das ist nämlich Glaubwürdigkeit. Und trotzdem glauben wir in der Eurozone, dass wir die harte Währung hätten und Brasilien hätte die Weichwährung. Anderes Beispiel, Russland. Zu Russland haben Sie neulich schon einen Zukunftsmärkte-Report gekriegt von uns. Auch Russland hebt den Leitzins seit Monaten an. Da sind wir inzwischen auch schon bei 7,5%. Die Notenbankenchefin ist Elvira Nabiullina, schon seit 2013. Und da wird keiner bezweifeln, dass Russland seitdem nicht eine Notenbankenpolitik betrieben hätte, die immer absolut ausgerichtet war an der Geldwertstabilität. Sogar in der Ukraine-Krise, wo es wirklich eine Leitzinserhöhung gegeben hat, bis auf 17%, wo man dann also trotz der Krise und trotz der Sanktionen in einem enormen Ausmaß auch Wachstum geopfert hat damals zur Verteidigung vom Geldwert und vom Rubel. Und das tut Russland schon so seit vielen Jahren, und dann mal ganz abgesehen auch von den hohen Exportüberschüssen und von der Staatsverschuldung, die bei unter 20% vom Bruttoinlandsprodukt liegt auch. Also man kann sagen, was man will über Russland, aber unterm Geldwertaspekt ist das eines der solidesten Länder wirklich, die es gibt. Und langsam wird es sogar auch gewürdigt. Hier haben wir den Rubel in US-Dollar die letzten 5 Jahre. Auch in den letzten 5 Jahren war er insgesamt eher schwach, aber seit diesem Jahr, da sehen wir hier, da gibt es zumindest eine leichte Erholung auf einem niedrigen Niveau, was wahrscheinlich kommt von den hohen Öl- und Gaspreisen momentan. Und selbst wenn Sie jetzt mal ein Land nehmen wie die Türkei, wo ja die Lira seit Jahren im Sturzflug ist, kann man sagen, und wo man auch schon sagen kann, die Geldpolitik ist unglaubwürdig, unglaubwürdig darum, weil es einen Präsidenten gibt, der ja Leitzinserhöhungen hasst bekanntermaßen und der die ganzen Notenbankenchefs, die die Lira verteidigen wollen, dann auch ständig wieder rausschmeißt.
mal ganz abgesehen auch von dem Leistungsbilanzdefizit der Türkei, was auch ein großes Problem ist. Aber, und ich weiß, das ist jetzt natürlich dünnes Eis, aber wenn man jetzt wirklich mal ganz sarkastisch ist, dann kann man durchaus sagen, unsere westlichen Notenbanken, die versichern uns doch permanent, diese Inflation, die geht wieder vorbei. Darum kann der Leitzins bei uns ja auch ohne Probleme bei 0% liegen. Nur, wenn sie damit recht hätten, was ist dann an einem Leitzins von 16%, den wir in der Türkei haben, bitteschön unglaubwürdig? Klar, Türkei, das ist ein Extremfall, die haben auch Vertrauen verspielt, ist logisch, aber es wird da natürlich schon mit zweierlei Maß gemessen. Und es ist schon faszinierend, wie wir hier im Euroland sitzen und dann reden über die Glaubwürdigkeit von anderen Notenbanken. Gut, was ist die Perspektive daraus von uns, für uns? Sollen wir jetzt fliehen in diese Währungsräume, jetzt mal abgesehen von der Türkei? Ich würde sagen, nein, noch nicht, weil das Sentiment für diese Länder, das ist schlecht und der Inflationsdruck, der hält ja auch noch an und diese Länder, die werden die Zinsen wahrscheinlich schon weiter erhöhen noch. Das heißt, die Anleihen von diesen Ländern, die bleiben dadurch wahrscheinlich auch erstmal unter Druck. Aber irgendwann, ob das jetzt in 2 Monaten ist oder in 2 Jahren oder wann auch immer, irgendwann wird da der Punkt erreicht sein, wo man die Inflation dann doch eingedämmt hat und wo das Zinsniveau dort dann sein Hoch erreicht hat. Es ist jetzt natürlich schon viel, viel höher als bei uns, aber irgendwann mal ist da dann wirklich die Spitze erreicht. Und dann zu dem Punkt, da haben wir eine hervorragende Kaufgelegenheit dann für Schwellenländerbonds. Das ist was, darauf können Sie sich wirklich schon mal freuen. Beobachten Sie das zusammen mit uns. Und wenn Sie darauf aber nicht warten wollen, oder wenn Sie sagen, naja, diese Länder, das ist mal sowieso alles zu heiß, dann hätte ich noch 2 andere kleine Ideen für Sie jetzt im Währungsbereich mit einem kleineren Zinsgefälle natürlich, aber wo man vielleicht trotzdem ein bisschen jetzt auch profitieren kann. Hier haben wir zum Beispiel die tschechische Krone in Euro, der 2-Jahres-Chart. Tschechien hat den Leitzins jetzt nochmal angehoben auf 2,75%. Klingt vielleicht nicht nach viel jetzt, ist aber ein Riesenunterschied zu den Leitzinsen in der Eurozone, die ja auf absehbare Zeit bei Null bleiben. Oder hier norwegische Krone, auch zum Euro. Auch Norwegen hat den Leitzins leicht erhöht, eine Mini-Erhöhung auf 0,25%. Aber es passiert wenigstens ein bisschen was da. Und die norwegische Krone, die hängt auch stark vom Ölpreis ab. Also wenn Sie jetzt glauben sollten, zum Beispiel, dass der Ölpreis weiter steigt und dass die norwegische Notenbank vielleicht auch ein bisschen solider ist als die EZB, dann ist die norwegische Krone vielleicht für Sie ja auch ganz interessant. Das war's fürs Erste und ich bedanke mich heute nochmal herzlich für die neuen Abonnenten, die diese Woche neu dazugekommen sind. Der Zukunftsmärkte-Kanal hat jetzt wirklich 25.000 Abonnenten und wie versprochen, dafür gibt es in Zukunft von mir auch mehr Videos. Danke, dass Sie bei mir sind und falls Sie es noch nicht sind, stoßen Sie einfach noch dazu als Abonnent. Wir haben viel vor und gerade heute, wo es um gutes und um schlechtes Geld geht, zeige ich Ihnen nochmal mein großes Projekt. Ich habe es Ihnen ja schon mal gezeigt. Der Zukunftsmärkte-Dollar. Der Zukunftsmärkte-Dollar, anspruchsvolles Design, limitiert, unfälschbar und notenbankenunabhängig. Ganz klar, das Geld der Zukunft. Und Sie können von Anfang an mit dabei sein. Das Einzige, was ich dafür jetzt noch brauche für den Erfolg, ist hier auf dem Kanal mehr Reichweite. Wir werden also alle reich werden. Ich warte jetzt nur noch auf Sie. Also einfach Kanal abonnieren noch. Dabei dann auch die Glocke drücken hier. Das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos von mir da sind. Dann sehen Sie das auch. Und denken Sie außerdem noch dran, dass Sie sich auch eintragen jetzt noch für die Zukunftsmärkte-Reports von uns nächste Woche zur Lage in Brasilien und zum brasilianischen Aktienmarkt. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.